Borna. Die ursprüngliche Tagesordnung der Stadtratssitzung in Borna war kurz. Bebauungspläne ändern, Straßen widmen. Etwa 100 Anwohner der Grünen Harfe und der Witznitzer Werkstraße interessierte nur eins. Sie wollten Informationen zur geplanten Unterkunft für Asylbewerber in ihrer Nachbarschaft. Der Landkreis möchte dort insgesamt 280 Asylbewerber unterbringen. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Kreistag vergangenen Mittwoch. Für die Anwohner standen Fragen der Sicherheit im Vordergrund, ebenfalls eine mögliche Erweiterung der Aufnahmeplätze. Woher kommen die Menschen, die um Asyl suchen? Wie gestalten sie ihre Tage und was wird getan, wenn doch etwas passiert? Fragen, auf die sie keine Antwort bekamen, was auch an der Zuständigkeit liegt. Die Stadt Borna hat keinen Einfluss auf die Entscheidung des Landkreises. Dennoch wird es am 12. Oktober um 18 Uhr im Goldenen Stern eine weitere Informationsveranstaltung geben und auch auf eine Sondersitzung haben sich die Stadträte verständigt. Zu diesem sollen Landrat Henry Greichen, Leipzigs Polizeipräsident Bernd Merbitz und ein Vertreter des Betreibers der Asylbewerberunterkunft eingeladen werden.